Oh mein Gott, Leute, das neue Update ist da, die Server sind wieder online und ein neuer Patch ist live und wir haben richtig viele Neuerungen. Unter anderem hat sich der Shop geupdatet und wir haben einen neuen Skin drin mit einem mega geilen Backpack. Noch zwei weitere Lackierungen und einen Gleiter mit einem richtig heftigen Sound. Heute richtig geile Skins reinbekommen. Schauen wir uns direkt mal an, und zwar erstmal der Überschall. Er hat vier verschiedene Styles, die bekommt man alle direkt gratis dazu freigeschaltet. So schauen die mal aus. Okay, ich finde den ersten und den letzten ziemlich geil, obwohl der gelbe ja nicht auch schon cool ausschaut. Man bekommt also diese vier Styles direkt hier zum Start dazu. Und der Backpack ist auch mega sick, weil, Leute, schaut euch mal an. Auf dem Rücken hat er einfach eine Zahl drauf. Da sieht man, wie viele Kills man gemacht hat. Ihr seht schon, hier zeigt die Match-erzielte Eliminierungszahl an. Heißt also, man kann hier auch auf dem Backpack sehen, dann wie viele Kills man gemacht hat. Schaut ziemlich cool aus. Ist ein schön kleiner Backpack, also den werde ich mir auf jeden Fall holen. Dazu haben wir noch den Gleiter, und zwar zielsicher. Und der hat, finde ich, einen ziemlich geilen Sound. Wieder so eine kleine Zielscheibe oben drauf. Hatten wir schon mal ähnlich bei einem anderen Gleiter. Auch den werde ich mir jetzt hier direkt mal holen. Und dann haben wir noch zwei neue Lackierungen drin. Und zwar verstohlenes Schwarz erstmal für 300 V-Bucks. So schaut die Lackierung an sich aus. Gucken wir uns mal die Modelle an. Oh, schaut doch ganz nice aus. Finde ich, ist eigentlich eine ganz schicke Tarnung, so ein mattes Schwarz. Schaut cool aus. Und dann noch Luftkampf, ebenfalls 300. Oh, die ist nicht so meins. Ist ein bisschen militärfarbend, aber das ist jetzt nicht ganz so meine Farbe. Aber zum Glück sind Geschmäcker ja unterschiedlich. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Lackierung findet, welche ihr davon besser findet. Luftkampf oder verstohlenes Schwarz. Und wie ihr natürlich heute den neuen Überschall-Skin findet. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, dass sie heute den Shop nochmal geupdatet haben. Ich wollte euch natürlich hier direkt mal drüber informieren. Ihr wisst ja, bei mir gibt es immer jeden Tag den neuen Shop. Also falls ihr die Glocke noch nicht angemacht habt, Leute, es lohnt sich. Zum Beispiel halt für dieses Video hier, dass ihr immer genau wisst, was Neues im Shop drin ist. Sobald was Neues kommt, ich werde euch drüber informieren. Also scrollt gerne schnell runter und aktiviert die kleine Glocke. Einfach auf Abonnieren und dann diese kleine Glocke anklicken. Und ja, ansonsten seht ihr, ist der Shop auf der rechten Seite und hier der Federverteidiger gleich geblieben. Dazu hatte ich schon alles vorgestellt. Wir haben halt auch eine neue Hacke noch drin. Hacke der Entspannung, falls ihr die noch nicht mitbekommen habt. Genau, das ist heute alles neu. Ja, das war's dann schon zu diesem kleinen Update-Video. Es gibt noch viele andere Sachen. Ich werde euch auch noch ein weiteres Video machen. Es gibt nämlich ein neues Event, Air Royale. Die Flugzeuge sind back. Es gibt so viele neue Challenges, die man sich hier verdienen kann mit vielen anderen neuen Lackierungen. Die schauen alle ziemlich cool aus. Ja, und eine neue Waffe ist ja auch live. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, hier nochmal die Neuigkeiten. Neuer Limited-Time-Mode, Air Royale und die neue Waffe. Ja, ziemlich cool. Und ich kann euch mal ganz kurz hier die Modi zeigen. Wir haben jetzt hier unten Air Royale und oben rechts ist die Essen Schlacht wieder drin. Ja, genau. Das war's dann schon zu diesem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, ein Abo. Und wie immer könnt ihr gerne Snoxy als Creator eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.